Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Video Airbrush Akku gegen Airbrush Kabel oder Schlauch. Ja, einmal schön in der Hand oder immer ein bisschen ziehend mit dem Kabel. Aber ihr hattet Fragen und ich werde sie euch beantworten. Ich habe das tolle Teilchen jetzt schon ein bisschen getestet. Vorab möchte ich aber allerdings sagen, dies ist kein Werbevideo. Ich habe mir hier alle Produkte selbst gekauft und mache das Video wirklich nur für mich und für euch, um euch ein paar Fragen zu beantworten. Und ja, ich werde es aber auch als Laie, ja, ich bin kein Profi. Ich werde eure Fragen so gut wie möglich beantworten, so wie ich denke, dass es richtig ist. Aber ja, so ganz schlecht bin ich jetzt auch nicht mit der Airbrush. Aber ja, ich werde mein Bestes geben und falls ich irgendwas vergesse, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, ja, dann haut mir die einmal in die Kommis oder schreibt mir per PN. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das Video teilt, natürlich liked und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ich habe gleich zwei davon. Warum? Ich habe mir gedacht, süß sind sie ja, also brauche ich eine für schwarz und eine für weiß. Zu diesen Airbrush-Pistolen mit dem tollen Akku, ja, gibt es einmal dieses Kabel. Was ihr dazu benötigt, ist zum Beispiel von eurem eigenen Handy das tolle Teilchen einfach einstecken, und in eine Steckdose und dann lädt sich das tolle Teil auch auf. Am Anfang ist es rot, wenn es voll ist, das hier, dann ist es grün. Und dann könnt ihr auch loslegen. Wenn das Handstück hier einmal aufgeladen ist, dann hört sich das Ganze so an. Da kommt dann auch schon Luft. Und wenn man dann weitermacht mit Farbe, kommt natürlich auch die Farbe, ne? Ich muss dazu sagen, ich persönlich finde jetzt die dazu gelieferten Airbrush-Pistolen jetzt nicht unbedingt nicht. Also es ist einfach nur meine persönliche Erfahrung. Ich habe sie ja auch schon getestet. Kann man hier so abschrauben. Ich finde die ein bisschen glabrig, aber sie sind jetzt nicht Schrott. Ja, sie sind trotzdem okay. Sie sind okay. Ja, was ich aber allerdings ganz gut finde, ist, wenn ihr hier die Dinger habt, dann könnt ihr nämlich auch eure eigene Airbrush nutzen. Das heißt, ihr könnt einmal eure abschrauben. Moment. Und eure eigene dran machen. Das heißt, ihr könnt auch mit euren eigenen Airbrush das Handstück nutzen und das finde ich eigentlich wirklich bombenmäßig. Kommt auch, das ist so ein Druckluft kommt da raus und da könnt ihr mit eurer eigenen Airbrush arbeiten und das finde ich natürlich spitzenmäßig. Jetzt kommt natürlich die Frage aller Fragen. Viele fragen, wo hast du die her? Ja, ich habe die einmal bei Jun bestellt. Das war auch nur Zufall. Ich habe die dann gesehen. Ja, ich wollte mal so nach den Airbrush-Pistolen schauen und dann ist mir eben die hier ins Gesicht geflogen. Und ich bin ja von Haus auf ein neugieriger Mensch und habe mir natürlich die dann auch bestellen müssen. Die Frage ist natürlich auch, dieses kleine Teil, kann das mithalten gegen dieses Teil? Ja. Natürlich ist es auch was ganz anderes, wenn ich so einen großen Kompressor da habe, ja, wo ich auch komplett vier Airbrush-Pistolen jetzt schon mal dran habe. Wenn ich mit mehreren Farben arbeite, wie schwarz, weiß, gelb und grün zum Beispiel, ja, dann ist es natürlich praktisch, wenn ich gleich vier Stück habe. Ist jetzt bei denen hier natürlich dann anders da, weil da ist ja dann nur eins da, ne? Ja, der Vorteil. Großer Unterschied ist auch der Lärm. Während die hier sich so anhört, ja, eigentlich echt schnurrend, gar nicht so laut, kommt jetzt die große. Ich habe meinen großen Kompressor jetzt einmal nach unten auf den Boden gestellt, ganz einfach, damit mir der hier jetzt nicht vom Tisch hüpft, ne, weil
wenn du den anmachst, dann ist meiner immer in Bewegung. Ich weiß auch nicht, aber mein Kompressor, der rennt immer weg. Das sage ich immer, wenn meine Mädels da sind, die kriegen einen Lachkrampf. Aber ja, wir hören uns jetzt den mal an. Aber das ist jetzt so. Es ist natürlich lauter, ganz normal. Es ist ja auch bei Weitem ein größeres Teil als das hier. Und ja, nochmal zum Vergleich. Ne, siehst du auch? Gegen. Ich werde euch jetzt einmal nah zu mir am Tisch holen, um euch einfach den Unterschied zu zeigen, wenn wir einmal Farbe drin haben, wenn ich auch Spritz. Ich werde dafür auch einmal diese Pistolen nutzen, damit ihr das sehen könnt und euch einmal den Unterschied mit dem Großkompressor zeigen. Natürlich werde ich euch dann mein Ergebnis, mit was ich natürlich am meisten zufrieden bin, am Schluss sagen. Ich werde mir zuerst jetzt einmal in jede Airbrush-Pistole Farbe rein. Machen, also einmal hier und einmal hier. So, schauen wir mal, ob es langt. Also hier reicht's und hier langt's auch. Wunderbar. Bei der Airbrush, wo hier mitgeliefert wird, ist auch ganz praktisch. Da habt ihr so einen kleinen Deckel, könnt ihr die Farbe reinmachen und Deckel wieder drauf und dann ist es zu. Dann schalten wir das gute Stück einmal an. Ich habe mir hier auch einmal einen Zeber zurechtgelegt, einfach jetzt mal, um hier auf dem Zeber euch das zu zeigen. Es kommt von Anfang an so ein Druck, so ein Luftdruck, also das sprüht am Anfang schon Luft raus. Und wenn ich dann nach hinten gehe, seht ihr, sprüht es auch sofort. Also es ist schon eine tolle Sache. Ne? Also man sieht, ich mache jetzt ganz leicht, es geht aber auch ganz stark. Seht ihr? Also da kommt echt was raus. Dann drehe ich jetzt einmal mein Stückchen Zeber und werde einmal die Airbrush mit dem Kompressor nutzen. Auch erst ganz leicht. Seht ihr, also es geht ganz zart. Und dann geben wir ein bisschen Gas. Und wie man sieht, die hat halt Druck. Ne? Also, ups, jetzt mache ich mich auch noch gleich ganz schwarz. Ja, die hat halt unglaublich viel Wumms. Dann kommen wir jetzt einmal zur Frage, was ist besser? Für mich persönlich, ja, ich spreche nur für mich. Kabellos gegen Kabel, für mich eindeutig mit Kabel, weil der Kompressor einfach mehr Wumms hat. Für mich auch meine Airbrush-Pistole einfach besser ist, weil, ja, ich habe schon viele getestet und die hier ist jetzt mein absoluter Liebling, aber die ist jetzt nicht schlecht. Ja, sie ist jetzt nicht grottenblöd, aber, Gott, was ich schon erzähle, sie ist okay, ich würde sagen, ja, eine 3 bis 4, weil ich eben eine andere gewöhnt bin, ja. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, für die ist die perfekt, aber das ist einfach Geschmackssache. Ja, gut ist natürlich, dass ich einfach abdrehen kann und meine eigene Pistole dran drehen kann. Das ist super. Für den kleinen Racker hier muss ich sagen, er ist super handlich. Ihr könnt damit arbeiten, ihr seid nicht eingeschränkt. Ihr könnt den auch mitnehmen. Ja, wenn er mal irgendjemanden besucht und die sagt, könntet ihr mir mal meine Nägel verschönern, dann habt ihr was zum Mitnehmen im Airbrush-Design. Und ja, ich muss sagen, es kommt aber trotzdem von mir einen Daumen hoch, denn er ist wirklich nicht schlecht. Also das Teil hier kann ich absolut empfehlen, auch wenn ich jetzt die Airbrush-Pistole nicht so mag, aber sie ist trotzdem okay. So, einmal wieder ran. Falls ihr jetzt natürlich noch Fragen habt, haut die einfach raus, einmal in die Kommentare. Ja, zum Schluss, ich habe natürlich nicht ohne Grund zwei. Also sie sind schon zu empfehlen, ich mag sie, ich kann es natürlich nur
von mir aus sagen, wie sie ich empfinde. Das muss natürlich auch jeder für sich selbst rausfinden. Der eine sagt dann, die Airbrush-Pistole ist der Hammer. Der andere sagt, wie ich, ich nehme lieber meine. Dafür könnt ihr die ja einfach dran schrauben. Ich finde allerdings, das hier ist wirklich ein Daumen hoch. Es ist praktisch, es ist handlich, ihr habt kein Kabel. Ersetzt zwar das große Teil nicht, aber ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, ich hoffe, das Video bringt euch ein bisschen was. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut erklären können. Und ja, wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, immer raus damit. Ich würde mich auf ein Like oder Teilen sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!